Metal-Leute, servus und herzlich willkommen. Ja, heute ist Freitag, beziehungsweise heute ist noch Donnerstag, aber für euch ist Freitag. Jetzt fliegen hier so Mini-Insekten rum aus irgendeinem Grund. Kaum wird es wieder warm, ey, ist unglaublich. So, kurze Info, was wir heute so machen. Und dann kommt das Intro und dann machen wir weiter. Das erste, was wir heute machen, wir quatschen kurz über die Sache mit dem Genre-Video. Dann, ich habe hier gerade einen Tipp gelesen, vor ein paar Sekunden, was ich noch machen möchte, mit einem Kundenvideo. Außerdem steht auf meiner Liste, da werde ich jetzt auch danach noch schnell was schreiben, ein wenig, auf meiner Liste hier in meinem schönen Büchle steht auch noch, da steht auch noch drin, dass ich endlich mal den Headbanger-Workshop möchte ich weitermachen, also ich möchte den zweiten Teil vom Headbanger-Workshop endlich drehen, den dritten Teil und den vierten Teil. Eigentlich sollte der zweite Teil ja eine, ja, darüber werden wir gleich sprechen. Und ja, das ist jetzt so im Großen und Ganzen erst mal das Erste, was wir jetzt sagen wollen, vielleicht kommt noch was hinzu. Dann würde ich sagen, Intro und bis gleich. So, Metal. Gut. Ich habe mir jetzt, wie gesagt, diese Dinger hier mal so wenig notiert. Auf jeden Fall in Planung sind ja jetzt als allererstes einmal das Genre-Video. Damit fangen wir an. Das Genre-Video wurde jetzt bis heute, also jetzt ist Donnerstagabend. Ich denke auch nicht, dass heute nochmal groß was kommt, weil wir haben schon 23 Uhr. Ich glaube also nicht, dass nochmal irgendwie was kommt, welches Genre ich machen soll. Also werde ich jetzt einfach mal Speed Metal machen. Und für Thrash Metal habe ich mir bereits auch notiert. Thrash Metal steht auch noch dran. Das hat eigentlich einfach schlicht und ergreifend den Grund, weil mir jemand geschrieben hat, ich soll nochmal Speed Metal, Thrash Metal machen. Das bisschen, was ich über Thrash Metal weiß, hängt meistens irgendwie mit Speed Metal zusammen. Das hat einfach den Grund, dass Speed Metal, wenn ich mich nicht täusche, zu einem Untergenre von Thrash Metal gehört. Also quasi war Thrash Metal zuerst da und Speed Metal danach. Das habe ich ja in meinen anderen Genre-Videos schon mal erklärt, wie das funktioniert mit den Genres. Und ich sage immer noch Genres und ich werde jetzt auch mein Leben lang sagen. So, wem es nicht passt, braucht das Ganze einfach nicht anschauen. So, es ist ein Genre und damit hat sich das. So. Headbanger Workshop. Der Headbanger Workshop habe ich vorhin mal angesprochen, kurz, dass der heute als Thema drankommt. Also als Thema, wie er jetzt im neuen Jahr weitergehen wird. Eigentlich war geplant, dass ich den Headbanger Workshop weitermache im Sinne von. Wie erkläre ich das am Schluss? Ich wollte ja eigentlich für jeden, der den Headbanger Workshop gesehen hat, was das Headbanger angeht, also Moschen. Das ist ja eigentlich ein Metal-Workshop. Ich werde ihn wahrscheinlich auch umnennen in Metal-Workshop. Und das Ganze wird dann eben so sein, dass es dann die Rubrik Headbanging gibt, dann die Rubrik Industrial und viele andere Rubriken. Es gibt auch noch Sachen wie Wall of Death und einige andere, die ich halt auch mit reinnehmen wollte. Das Problem ist, die Wall of Death zu erklären. Dafür hätte ich gerne halt ein kleines Video gemacht, wo man halt auch eine Wall of Death oder so sieht. Und weil ich halt keine Lust habe, mich mit irgendjemand anderem rumzuärgern, dann heißt es dann, ja, das hast du geklaut oder sonst was. Weil ich da keine Lust drauf habe, mich da irgendwo rumzuärgern, versuche ich momentan ein paar Leute zu finden, die Lust haben, an meinem Video mitzuspielen. aus meinem Freundeskreis gibt es dann so viele, die da mitmachen wollen. Und die wenigen, die mitmachen wollen, das sind eine oder zwei Personen, damit brauche ich keine Wall of Death anfangen. Bei Pogo ist es genau dasselbe und bei Circle Pit ist es auch dasselbe. Also das sind die drei Sachen, für die ich eigentlich Leute brauche. Für das Thema Industrial Metal werde ich nochmal ein richtiges, also Industrial Dance heißt es dann eigentlich, werde ich nochmal ein richtiges Video machen, wo ich euch ein wenig erkläre und alles. Ich habe ja schon mal Industrial Dance Video gemacht, hat glaube ich mittlerweile irgendwas um die 5.000 oder 6.000 Aufrufe. Richtig geil, vielen Dank dafür nochmal, wie immer. Und in dem Video
Und ich habe, glaube ich, auch schon mal ein kleines Video gemacht, wo ich mal kurz ein wenig über das Ganze geredet habe. Aber ich will das Ganze nochmal in einem richtigen Headbanger-Ding, in einem richtigen Workshop richtig mal zeigen. Da ich mich mit dem Ganzen noch nicht so gut auskenne und nicht sagen will, dass ich hier extremer Pro bin oder so, weil ich das selber eigentlich quasi noch komplett Anfänger bin, aber eben ein paar Situationen kennen, habe ich mir gedacht, ja, mache ich jetzt mal einen richtigen Workshop nochmal draus. Das Ganze wird sich dann wahrscheinlich, wie gesagt, noch auf weiteres ausdehnen. Das kommt darauf an, wenn mal irgendjemand Lust hat und irgendwie bei mir in der Nähe wohnt oder auf eigene Kosten hierher kommen kann. Oder wenn man sich irgendwo mal treffen kann, dass man ein Video machen kann, dann ist das kein Problem. Wenn es genug Leute sind, können wir auch mal eine Wall of Death oder irgendwie was zusammen machen. Das ist kein Stress. Würde ich mich sogar darüber freuen. So, eine andere Sache, die wir noch hier haben, das ist jetzt zum Beispiel der. Moment. Mir wurde heute gesagt, Metal-Kleidung. Kutten. Ich soll noch mal kurz über Kutten reden und so weiter und soll doch da mal ein Video machen. Hab ich beschlossen, okay, dann mache ich dafür auch in Zukunft noch ab und zu mal ein Video. Das wird auch unregelmäßig kommen, genau wie das Genre-Video. Das wird also Genre-Video und das Video mit Metal-Kleidung und so weiter. Das wird alles in externe Videos kommen in Zukunft. Ich will ja auch Metal-News noch machen. Irgendwann mal. Das sind alles so Sachen, die mal unregelmäßig kommen. Wenn jetzt zum Beispiel von irgendwelchen bekannten Bands oder was irgendwie ein Video kommt oder irgendwas oder neue Lieder oder sonst was, wird das alles in den News kommen. Ansonsten werde ich hier ganz normal jetzt auch mal für Metal, für Kutten, für, also Kutten sind die Kleidung, gehört zu der Kleidung eines Metalers und Mandel kennt, denke ich, jeder, diese schwarzen Ledermäntel. Sind auch aus Matrix recht bekannt, haben wir allerdings als Mettler auch sehr viel an. Dann gibt es noch die Springerstiefel, was im eigentlichen Sinne, da wurde ich ja schon mal zurechtgewiesen, das sind ja Springerstiefel. Gut, es sind in dem Sinne keine Springerstiefel, weil sie keine Stahlkappen haben, aber man nennt sie auch noch Springerstiefel und da kann ich nichts dafür. Das ist einfach die offizielle Bezeichnung. Wenn ich mir mal wieder welche kaufe, dann hebe ich den Bon auf und dann zeige ich euch hier Springerstiefel. Steht nämlich extra drauf. Auch wenn es keine offiziellen Springerstiefel sind. Es ist im Endeffekt egal. Es sind Stiefel mit Stahlkappen und mit einem dicken, fetten Profil unten dran. Ich habe meine jetzt nicht hier. Die sind drüben im anderen Zimmer. Dann hätte ich sie mal zeigen können. Habe ich auch schon ein paar Mal angehabt, glaube ich. In den Videos hat man es, glaube ich, schon mal gesehen. Ansonsten. Wie gesagt, es gibt auch so Kleinigkeiten wie jetzt das hier zum Beispiel. Das ist ein Thorhammer. Haben auch viele Mettler. Obwohl das nicht zu der Standardausstattung eines normalen Mettlers gehört, sage ich jetzt mal. Weil es jetzt halt was, das gehört eigentlich zu der Standardausstattung eines, ja, Viking Death Metal, Pagan Metal, sowas so das in dem Sinne. Ansonsten halt einmal so Schmuck kann ich auch mal wegen berichten. Ich habe hier immer so meinen Drachenring öfter an. Dann gibt's. Keine Ahnung, was gibt's noch? Moment. Klassisch ist auch ein Nietenarmband. Ist auch klassisch eigentlich für Metal-Kleidung und so weiter. Gürtelschnallen habe ich auch hier natürlich mit einem Drachen drauf in meinem Fall hier. Was man auch oft hat, sind Zippos. In meinem Fall ist natürlich auch wieder hier ein Drache drauf. Ich heiße nicht umsonst Drachenlords. Also es sind so die Standardsachen halt eigentlich, die man halt im Metal immer hat. Die Farben, es gibt auch Unterschiede zwischen den Farben. Es gibt welche, die tragen mehr weiß, es gibt Leute, die tragen mehr schwarz, es gibt Leute, die tragen einfach bunt. Da gibt es halt Unterschiede zwischen den Metal. Ich habe das schon mal gemacht, so die verschiedene Metal-Kleidung. Das war eigentlich nur so ein Gag-Video damals. Aber das kann ich jetzt mal auch richtig als Video machen. Warum auch nicht? Macht bestimmt mal Spaß und mal Sinn. So, das sind so im Großen und Ganzen das Erste. Am Montag fängt jetzt dann wieder, also diesen Montag fängt es wieder ganz normal an. Es kommt ab Montag wird der Harmony of Metal und ab Freitag kommt wieder der Metaler spricht, also das, was wir heute haben. So, das mit vier Drachen und der Metal ist momentan immer noch so eine Sache, weil ich habe auch privat momentan ziemlich viel um die Ohren. Es ist ein neues Jahr, es gibt Probleme mit der Arbeit und so weiter. Und da muss ich jetzt momentan halt gucken, dass ich das erstmal auf die Reihe kriege, bevor ich da groß anfange. Aber es wird auf jeden Fall, wenn die erste Folge kommt von Vier Drachen und der Metal, wird es dann, denke ich, auch nach wie vor wieder laufen.
Wie gesagt, die werden dann unregelmäßig kommen. Das kommt dann vielleicht einmal oder zweimal die Woche oder was. Also einmal oder zweimal die Woche. Es kommt dann ein oder zweimal im Monat halt wahrscheinlich. Ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich circa zweimal im Monat ein Video mache. Oder dreimal im Monat, je nachdem wie die Laune ist. Und das wird dann vier Drachen und der Metal sein. Und davon werde ich ungefähr 12 Folgen nochmal drehen. Haben wir ja schon mal alles abgekattet. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Und das, wenn ich 12 Folgen mache und circa 2 Stück im Monat mache. Und jetzt diesen Monat noch eins mache, wahrscheinlich wird es nicht mehr werden. Und nächsten Monat wird es vielleicht auch bloß eins werden, weil wir halt Februar haben. Aber ansonsten wird dann wahrscheinlich mehr 2 kommen. Das heißt, wir werden umgerechnet, sagen wir mal, gehen wir mal davon aus, dass immer 2 kommen. Januar und Februar ausgenommen. Dann würde ich sagen, wir haben das bis zum Juli, Juni, Juli, August rum dürfte dann die erste Staffel abgedreht sein. Und ob wir dann noch eine zweite machen, das wird sich zeigen. Eine andere Sache noch, kurz in eigener Sache, wenn man so will. Mein Let's Play-Kanal läuft ja jetzt nach wie vor. Aber es gibt jetzt eine Neuheit und zwar am Sonntag. Am Samstag gibt es ein neues Video. Und zwar kommt in Zukunft jeden Sonntag eine Folge Harvest Moon, eine Stunde. Pi mal Daumen. Und diese Folge eine Stunde lang läuft jede Woche. Immer am Samstag. Das wird ein kleines Wochenendprojekt. Und vielleicht kommt dazu auch einmal oder zweimal die Woche eine. Vielleicht kommt da auch ein oder zweimal die Woche halt am Wochenende dann noch was anderes dazu. Am Sonntag oder so. Vielleicht einmal, wenn ich mal ein Projekt habe, was bloß 1 oder 2 Stunden dauert oder bloß 1 oder 2 Tage zum Aufnehmen, also wo ich bloß 2 oder 3 Tage lang, wo ich hochladen kann, aufnehmen du, dann wird vielleicht auch da ab und zu mal was kommen. So, wenn ihr jetzt noch andere Ideen habt oder Sachen habt, die ich vielleicht bis jetzt übersehen habe, was man vielleicht über den Metal noch berichten kann, wenn ihr Fragen habt zum Metal, wenn ihr Ideen habt, die ich vielleicht irgendwie euch umsetzen soll, wenn ich die Möglichkeiten dazu natürlich habe, versteht sich. Wenn das alles irgendwie der Fall ist bei euch, schreibt mir das in die Kommentare. Ich werde versuchen, es umzusetzen. Wie gesagt, es werden Sachen kommen vom Headbanger Workshop. Sind jetzt da momentan stehen bloß 4 Sachen auf meiner Liste. Einmal Wall of Death, Wall of Death, Industrial Dance, Circle Pit und Pogo. Die Sachen stehen noch auf meiner Liste. Wenn ich da noch was anderes machen soll oder wenn ihr noch eine andere Möglichkeit habt oder kennt oder sonst was oder irgendwas, was ich übersehen habe, was beim Metal noch so auf Festivals abgeht oder beim Tanzen oder auf Musik oder sonst was, könnt ihr mir das immer noch mal sagen. Headbangen habe ich ja schon ein Video gemacht, also können wir das auch streichen. So, zur Metal-Bekleidung habe ich euch hier gerade so erklärt von Nietenarmbändern. Da gibt es übrigens auch Halsbänder, also das zähle ich dann zusammen. Ich habe da jetzt in dem Fall zwar keins, weil ich sowas nicht benutze, aber von Nietenarmbändern über Gürtel bis hin zu so kleinen Accessoires wie Ringe oder Halsketten oder halt einfach Klamotten. Falls ich da irgend noch was, falls ihr noch irgendwas Bestimmtes davon wissen wollt oder noch irgendwelche speziellen Fragen oder sonst was habt oder Ideen, was ich zuerst machen soll, schreibt mir das in die Kommentare. Ihr merkt, heute habt ihr viel zu tun. Oder hier haben wir hier noch das Genre-Video Speed Metal, Trash Metal steht schon auf der Liste. Ich habe schon gemacht Black Metal, ich habe schon gemacht Death Metal, ich habe schon gemacht Pagan Metal. Das sind alles Videos, die kaum geschaut wurden, bis auf das Black Metal. Also, wenn ich habe das Genre ja in eine Playliste gepackt, wenn das noch nicht drinnen ist, was ihr gerne sehen möchtet, oder ich nochmal ein neues Video dazu machen soll. Dann schreibt mir das auch in die Kommentare, wenn ihr zu einem speziellen Genre nochmal ein Video haben möchtet. Dann werde ich dazu definitiv nochmal ein Video machen. Zum Thema Black Metal werde ich vielleicht nochmal ein Kollegationsvideo machen oder irgendwas. Das werden wir sehen, wie wir das machen. Ansonsten vier Drachen und der Metal, wie gesagt, wird wahrscheinlich noch kommen. Dauert vielleicht noch ein bisschen. Ja, ich spiele hier wieder am Stift. So. Vier Drachen und der Metal wird wahrscheinlich diesen Monat nochmal kommen. Eine Folge, denke ich, kriege ich noch hin. Und es wird, wie gesagt, unregelmäßig kommen. Und wie ich das genau mache, weiß ich noch nicht. Metal News. Wenn ihr Vorschläge habt für Metal News oder auf einem Standseite, auf dem ich nicht bin, was durchaus leicht möglich ist, könnt ihr mir da gerne auch nochmal dazu was sagen. Und ich werde in den News demnächst, werde ich vielleicht immer Sonntag oder so, oder immer Samstag, werde ich vielleicht die Metal News machen.
wo ich dann über Festivals spreche, die in der nächsten Zeit sind, über Musik spreche, die in der nächsten Zeit ist. Übrigens wurde mir gesagt, das fällt mir jetzt gerade spontan ein, ein Kumpel von mir hat gesagt, dass meine Lieblingsband Amon Amarth in Geiselwind spielt. Was bei mir echt um die Ecke ist. Geiselwind Freizeitpark kennt vielleicht der eine oder andere, auch wenn er ein bisschen weiter weg wohnt. Ist relativ bekannt, glaube ich. Und ja, da können wir mal, da schaue ich auf jeden Fall hin. Wenn ich die Chance dazu habe, würde auf jeden Fall hingangen. Und das ist nächsten Monat, glaube ich, am 20. Bin mir nicht ganz sicher, da muss ich noch mal gucken. Aber wenn das hinhaut, werde ich da auf jeden Fall aufschlagen. Und ja, dazu aber noch mal genauer, das dann in den News, die wahrscheinlich diese Woche Sonntag noch mal kommen oder eben nächste Woche Sonntag mal gucken. Und ja, werden wir sehen, wie wir das Ganze machen. Ich danke euch auf jeden Fall mal fürs Zuschauen, Metal. Und wenn ihr noch welche Fragen habt, wenn ihr noch Infos habt, wenn ihr noch was wissen wollt, wenn ihr irgendwelche speziellen Dinge habt für mich, wie auch immer, in welcher Art und Weise auch immer geartet, sagt mir das, dann werde ich versuchen, mir dafür irgendwas auszudenken oder was einfallen zu lassen oder irgendwas zu machen. Natürlich möglichst, wenn es irgendwas wichtig ist, ist es immer versuchen, das nach Möglichkeit zu prüfen. Und in der nächsten Zeit kommt auch ein Genre-Video. Und das Genre-Video werde ich. Genre-Video, ein Bandprojekt wird demnächst nochmal kommen. Es gibt nämlich eine Metal-Band. Und die haben auch auf YouTube einen Kanal. Und da werde ich nochmal drüber schreiben, beziehungsweise drüber labern. Ich weiß nur noch nicht, wann ich dazu komme. Ich danke euch fürs Zuschauen. Metal, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Drachenlords, Ende.